Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play FIFA 18. Ja, letztes Spiel gewonnen. Deutlich mit einem klaren 1-0, kann man einfach nicht anders sagen. Ja, laber nicht. So. Ja, so und dann einfach ranlaufen. Oh ja, die kommt gut. Die geht, glaube ich, daneben sogar. Oh, Pfosten. So, wenn wir heute nochmal gewinnen, dann hätten wir 20 Punkte. Der Aufstiegsplatz hat gerade 23, das heißt, dann könnte man auf jeden Fall sagen, dass wir im Aufstiegsring minimal dabei sind. Lief ja zumindest schon mal besser als die ersten Spiele. Ja, da hätte ich abbrechen sollen. Warum mache ich da weiter? Ich glaube, das ist sogar wieder unser Stadion. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und ja, es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Die Ausstellung habe ich ein bisschen geändert. Stimmt, ich wollte den Torwart direkt wieder rausnehmen. Jetzt hat er ja seine Spielzeit gehabt. Das wollte ich echt mal testen, so wenn so ein richtig schlechter Spieler fragt, ob er spielen darf. Ob das dann reicht, wenn man den quasi einmal kurz in der Startelf hat, dann durfte er jetzt ja quasi spielen und was er dann sagt, wenn er wieder rausgeht. Oder ja, ob er dann trotzdem sagt, ne, ich bin traurig, weil ich bin scheiße und darf nicht spielen. So eine doofe Scheiße. Ja, okay, gut gedacht, schlecht gemacht. Also hier würde ich mich, ja, es ist halt die Frage, die sind halt Achter, ne? Also theoretisch Mittelmaß. Wir wollen eigentlich über dem Mittelmaß sein. Auf der anderen Seite, ist der Achter ja auch schon gar nicht so schlecht in der Liga. Bei 20 Mannschaften, über dem Durchschnitt theoretisch. Oh, keiner spielt sich frei, keiner hat Bock zu laufen, außer unser Asiate, der perfekt frei steht und dir das 1-0 macht. Ist das ein geiler Typ oder was? Suzuki, Alter, bester Mann. Einfach bester Mann. Der hat sein letztes Tor am zweiten Spieltag, glaube ich, geschossen. Und jetzt wieder. Aber er macht halt die wichtigen Tore. Ja, nice, da geht der Torwart raus. Tschüss. Ja, es ist halt, also das finde ich halt scheiße, wenn selbst der Torwart da irgendwie Spielzeit will. Ich meine, der ist halt jung, natürlich so. Wahrscheinlich hat er auch irgendwie einen Vertrag stehen, nehme ich mal an, dass er irgendwie sehr viel Spielzeit bekommt. Er hat halt 57. Ja, das ist halt scheiße so, ne? Unser Typ hat halt 65 jetzt im Tor. Und ist dazu auch noch, und hat Potenzial, so. Das kommt halt auch noch dazu. Das heißt, zwei Dinge, die der auf jeden Fall schon mal besser hat. Ich meine, gerade dieses Potenzial will ich halt nutzen, so, ne? Wenn ich dann einen Torwart habe, der richtig gut ist, dann easy. Gib ihm, Alter. Weil ich habe auch noch nie erlebt, dass ich einen Torwart verletze. Davon auch mal ganz abgesehen. Also eigentlich könnten wir den sogar in der Winterpause verkaufen. Wir haben ja eh noch einen und wir haben noch einen in der Jugend. Den können wir ja zur Not mal hochholen. Ich weiß dann nur nicht, wie das ist, ob die dann auch direkt, ob man die dann wieder irgendwie runterschicken kann oder so. Das ist auch ein bisschen doof. Normalerweise haben die Mannschaften ja auch so Zweitvereine oder so, wo man dann sagen kann, ja, hier, so sieht's aus. Ach, wir könnten den eigentlich verleihen. Das können wir ja nicht wirklich machen mit zwei, drei Spielern mal, die eher weniger Spielzeit bei uns haben. Steht da vorne noch einer? Ja. Okay, den Spieler haben wir schon mal stehen gelassen. Den eher nicht, deswegen passen wir zurück. Passen auch hier nochmal zurück. Ja, Suzuki macht heute echt ein super Spiel, muss man schon sagen, Alter. Der Asiate hat Bock. Ja, meines Erachtens noch war das ein klarer Elfmeter. Wo ist der Videobeweis? Oh. Und das ist der Ausgleich. Ja. War klar, weil keiner geht richtig hin, keiner geht da richtig ran. So haben wir uns auch gar, hätten wir uns gerne eigentlich nochmal angucken müssen, weil was mein Spieler in der Mitte da gemacht hat, weiß ich halt auch nicht. Aber selbst ein 1-1 ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Wir haben geführt. Wir wissen jetzt hier, wir sind die stärkere Mannschaft. Ja, FIFA hat halt mal wieder einen reingehen lassen so. Einfach Anschlusstreffer machen. Den nächsten Treffer meine ich. Anschluss ist ja nicht. Ja, mit 10 Leuten hinten rumstehen ist auch Skill. Jetzt schießt er. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ah, okay. Wenigstens noch eine Ecke rausgeholt. Ja, was heißt wenigstens? Wir sind eh total eckschwach. So, jetzt mal ruhig hier. So, dahin und dann ein bisschen doller. Ja. Boah. Ja! Was ein Ding, Alter. Unser erstes Ecktor. Unser erster. Komm her, Digga. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Jawohl. Super gemacht, Digga. Oh mein Gott, ey. Das war aber auch mehr Glück als Verstand, dass er da genauso gegen den Torwart geht. Ja, ist halt ein Kevin, ne? Ja. Weißt du, die letzten drei Spiele oder vier Spiele sind, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Tore gefallen, weil ich glaube, wir haben zweimal 0-0 gespielt und einmal 1-0 gewonnen. Und jetzt in der ersten Halbzeit drei Tore.
Okay, da habe ich sogar noch gepasst, aber leider war mein Spieler da außen gedeckt. Oh, fuck. Falsch predicted. Oh, das war aber auch mehr Glück als Verstand gerade. Na, läuft er? Vor allem, wo läuft er, ist die Frage. Hätte er so viel Platz gehabt und er läuft lieber neben mir lang. So, das ist halt, also die Laufwege, keine Ahnung, die muss FIFA auch mal optimieren. Boah, Junge, der lässt uns aber auch stehen wie sonst was. Aber dann, durch sowas hier, haben wir jetzt hier einen schönen kleinen Konter vielleicht. Nee, haben wir nicht. Weil mein Spieler denkt sich auch so, ja, okay, komm, wenn du mich decken willst, dann mache ich es dir nicht ganz so schwierig, bleib direkt stehen. Oh, danke, Mann. Ja, der hätte da noch lange nicht reingehen müssen, der hätte auch einfach versuchen können, am Trikot zu ziehen. Oh, bitte nicht, Flanken sind immer so nicht ganz so gefährlich, aber wenn sie mal reingehen, ist es halt echt bitter. Ich meine, selbst bei uns können Ecken reingehen, also das sollte eigentlich schon alles sagen. Digga, der hat so einen Kacklaufweg, dieser Sasaki. Der läuft immer genau zum Gegenspieler, wenn der mal wohin geht. Ja, sehr schön auf den Ball gelegt. Oh, natürlich lackt er sich da eins zurecht, ey. Oh, und FIFA wechselt den Spieler einfach, ohne dass ich das wollte. Oh Mann. Okay, mal gucken. Wir haben jetzt ein Eigentor gemacht. Wir müssen noch nicht unbedingt eins kassieren. Okay, das war eine gute Ecke. Ich sehe schon kommen, Alter. 2-2, safe. Dieses mit B ist auch so komisch geworden, weil die gehen da so oft richtig dumm rein. Ich verstehe es nicht. Also, du hast gar keine Chance, an den Ball zu gehen. Die strecken so ihr Bein nach vorne. Das weiß ich nicht. Das ist richtig nervig gemacht, so, weil die können doch auch am Trikot ziehen oder vielleicht so ein bisschen stochern, aber die gehen immer so rein, als wenn es um alles gehen würde. Ja, der Ball kommt halt auch perfekt zum Spieler. So, das ist. Oh, können wir jetzt mal bitte auch mal wieder den Ball haben? Gut, der sollte zwar eigentlich zu Suzuki, aber man kann natürlich auch einfach zu dem passen, der da gedeckt ist. Also keine Ahnung, ich komme in diesem Passsystem überhaupt nicht klar. Ich meine, ich drücke schon zu dem Spieler, wo der hin soll. Und der spielt trotzdem zu einem anderen, wo FIFA sich wahrscheinlich so denkt, nein, das wäre jetzt klüger, wenn du dahin spielst. Oder steht ja ein Gegenspieler. Ja, okay, dann doch nicht. Ja, zu spät. Wir machen übrigens bei jedem Anschuss fast genau das Gleiche, fällt mir so ein. Wir sind ziemlich leicht berechenbar. Kann einfach mal einen Longshot versuchen. Ja, gar nicht so schlecht. Lol, sogar Ecke. Na, vielleicht nochmal das gleiche. So, und dann haben wir. Ah, okay, das ist zu doll. Oh mein Gott, die war ja noch gefährlicher. Ja, wohl die andere ist reingegangen. Aber das war halt auch eher Glück, muss man sagen, dass er. Ja, genau, nehmen ihn hier mit. Ja, Suzuki hat jetzt keinen Bock zu laufen. Ja, bleibt lieber neben mir stehen, sodass ich keine Anspielstation habe und ich dann so einen Pass spielen muss. Ja, sieht nicht gut für ihn aus. Also ich muss hier auch einfach mal nach Leistung gucken. Ich kann nicht nur nach dem Geld schauen. Ja, natürlich kann mein Spieler wieder nicht die Balance halten, läuft gegen den Gegenspieler und kippt um. Der Gegenspieler ist natürlich eine Mauer, so ist es Biest. Das weiß man auch. Komm, lass einfach mal ein. Schade. Junge, der ging genauso daneben wie der andere. Diesmal aber keine Ecke. Na komm. Ah, fast. Also bisher, ich finde, das 2-1 hängt an einem sehr seidenen Faden, so wie Spider-Mans Arme. Weil, ja, die, also wenn die im Angriff sind, sind die schon arg gefährlich so. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das gerade noch so abwenden, das Gegentor. Okay, ruhig. Ja, jetzt läuft er gerade rein. Boah, was? Digga, was? Das einfach, das ist Rosinger. Also der hat auch eine strahlende Zukunft, glaube ich, bei Lotte. Ja, super, ich bin's. Ja, toll, oder? Super. Yeah. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wo ist er lang gelaufen? Ja, da läuft er sogar dann tatsächlich. Mal habe ich so Spaß geschossen. Ich dachte so, ja, egal, aber boah, fast in Winkel. Wobei fast alle Tore von uns, generell gehen fast alle Tore in Winkel, habe ich so das Gefühl. Immer rechts oder links in die Ecke oben.
Schalalala. Ja, jetzt habe ich mich endlich eingespielt, glaube ich, in FIFA. Also Aufstieg ist noch drin. Das wäre krass, weißt du, alle dachten so nach so 5 Spielen oder so, okay, Aufstieg, GG, Alter, der wird wahrscheinlich nicht mal bei Lotte bleiben. Und dann, easy going, kickt er hier die Gegner weg nacheinander. So, ja, ruhig. Jetzt haben wir sehr viel Zeit. Nicht so viel. Er braucht 10 Jahre, um den Ball anzunehmen. Und Dash ist so der beste Spieler bei Lotte. Ja, okay. Ja. Boah! Junge, wir machen hier schon krasse Schüsse, das muss man schon sagen. Das hat sich gerade richtig komisch angehört, dieses Boing. Ja, ein typischer FIFA-Einwurf, halt, dabei steht da frei. Ja, Schulze kann einfach mal schießen. Na, ruhig, komm, wir haben Zeit. Na. Das war schon der zweite schlechte Pass, glaube ich, von dem heute. Ach nee, das war Dash der andere. Day. Ich sage immer Dash, keine Ahnung. Ja, jeder hat hier so seinen Kosenamen. Ah, dass der ihn nicht macht, das war ja schon fast klar. Das war die schlechteste Flanke 2K17. Boah. Also bisher sind die nicht ganz so torgefährlich, aber ich sag mal, ich würde mich schon freuen, wenn ich mit 3 Toren führe, nicht mit 2, weil ja, die machen halt jetzt einen und dann ist es halt auch nur noch einen, die machen müssen so. Und gerade die KI ist eigentlich immer erbarmungslos. Ja, gut, er läuft, aber hat keinen guten Laufweg mal wieder. Kann aber mal aus der Drehung schießen. LOL! Weißt du, er hat so hundertprozentige Chancen, da kommt der Ball richtig scheiße. Aber so aus der Drehung, ja, das ist meine leichteste Übung. Ja, tatsächlich ist es auch unser höchster Sieg mit Lotte bisher. Na, hätte man auch halten können, um ehrlich zu sein. La 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 la, das ist ein Sieg. Sie. Okay, wir sind trotzdem richtig spielen. Das Gute ist, wenn wir jetzt gewinnen, wir haben ja eine -3 Torstatistik, haben wir sogar unsere schlechte Torstatistik wieder ausgeglichen. Ja, okay, er greift mich auch gar nicht an, er will den Ball nicht. Na komm, Suzuki. Na ja, doch nicht. Na, vielleicht sollte man sich umdrehen beim Passen, aber gut, was. Das gibt eine gelbe. Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. Oh, er läuft dagegen, ey. Naja, was willst du machen? Ja, stand mal 1-1, ne? Das muss man dazu sagen. Haben wir uns immer gut rausgekämpft hier. Ja, den muss ich ja fast schon alleine machen, obwohl hinten läuft der. Oh mein Gott, der war ja wunderschön gespielt. Da, er legt sich hin, deswegen geht er nicht rein. Oh mein Gott, schieß! Ja, sowas geht dann. Guck, das meine ich. Weißt du, so aus der Drehung, ja, so gar kein Problem, den mache ich dir easy, Digga. Aber dann so eine eigentlich hundertprozentige Chance? Nee. Ah, vielleicht jetzt aber auf der anderen Seite nochmal eine Chance? Na, nee, nicht ganz, aber noch sie nicht gedingst. Mein Spieler legt sich mal wieder hin. Ja, das ist das, was meine Spieler wirklich am besten können: sich einfach auf den Boden legen. Ja. Eigentlich habe ich passen gedrückt. Der Spieler dachte aber so: Nee, lass mir mal den Ball. Ich mache was Cooles. Dann hat er den Ball verloren. Damit haben wir halt jetzt wirklich 20 Punkte. Wir sind ja wirklich im Aufstiegsring, kann man schon fast sagen, wa? Ja, jetzt ist mal der Gegenspieler auf dem Boden gelandet. Aber Abstoß. Habe ich jetzt so nicht gesehen, muss ich sagen. Aber nun ja. Ich bin gespannt, wie viele Punkte wir diesmal verlieren. Also 4-1 ist ja eigentlich also ein ziemlich guter Sieg. Wir haben dem Typen Spielzeit gegeben. Und ich habe bisher alle Aufgaben gelöst, die ich halt konnte.
2 Minuten werden hier, oh, das wird sogar angezeigt an der Seite. Das ist ja ein nettes Gimmick. Das wusste ich gar nicht, das wusste ich echt nicht. Jetzt lasse ich ihn außen frei, aber mit Flanken kann ich eigentlich ganz gut umgehen, denke ich mal. Na, aber nicht, wenn sie in die Mitte spielen. Wir haben übrigens keine gelbe gekriegt, soweit ich das beurteilen kann, wa? Oh, sehr schöner und wichtiger Sieg wieder hier im Aufstiegskampf. Ja, bei 16 zu 9 Schüssen, also 16 und 9 aufs Tor, das ist aber auch das Mindeste, was wir hier machen müssen. Okay, jetzt müssen wir mal bei der Spielentwicklung hier die Aufgaben ändern. Der hat jetzt Flankenabwehren gemacht. Der macht jetzt herauslaufen. Der Dribbling-Ballbesitz. Wer war das? Krause. Den es irgendwie gar nicht gibt. Wo ist denn der? Da, Krause. Genau, das hat er gemacht. Ballkontrolle, Ausdauer. Was ist denn der? Rechtes Mittelfeld. Also, das sind die empfohlenen Dinger schon. Da machen wir erstmal was Leichtes. Weil, ja, Übersicht wäre eigentlich ganz gut, ne? Übersicht wäre schon mal ganz nice. Dann machen wir das hier durch die Tore. Für ihn hier dann Schmidt A. Was hat er gemacht? Das hier, ne? Auch, also. Da machen wir die Abwehrgrundlagen. Weber, kann ich auch einfach nur die Übung beenden, bearbeiten? Weber. Der hat gemacht das hier. Abfang, Manndeckung und sowas. Achso, das ist das, wie sich das verändern würde. Dann machen wir das als nächstes. Und er macht erstmal noch das Eimerspiel. Das ist ja aber schon gut, dass du läufst hier. Junge Schmidt, abfangen, Alter. Geht auf jeden Fall was. So, ging das jetzt um eins hoch? Ich weiß gar nicht, hatten wir 66? Glaube nicht, oder? Unsere Ziele sind gefährdet. Hä? So. Ja, aber was soll ich denn machen mit dem Geld? Danke, dass ich 5 Minuten spielen durfte. Danke, danke, Bruder. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter und gucken mal, welcher Gegner als nächstes kommt. Können wir bis dahin trainieren? Nein, können wir nicht. Monatsbericht, Jugendmannschaft. So. Ja, das sind. Ach nee, das sind die, die wir. Ach stimmt, genau. Das sind die, die da sind. Und das sind die, die wir, glaube ich, genommen haben. Hier so Peter Brown. Zum Beispiel, oder? Ja, genau. Den haben wir quasi genommen. Ach, okay. Die anderen sind in der Jugendmannschaft, spielen nicht bei uns. Danke, Chef, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, denn sonst muss ich den Verein wechseln. Das ist bitter. So, wir gucken uns erstmal kurz die Tabelle an, dann machen wir den Rest. Wir sind jetzt sogar schon Achter und auch nur noch 2 Punkte entfernt von einem Aufstiegsplatz, muss man sagen. Also wir sind jetzt wieder voll oben mit dabei. Wir können ja mal gucken, gegen wen müssen wir als nächstes. Gegen Erfurt. Wo sind die denn? Mal ganz unten. Erfurt ist letzter. Also okay, das müssen wir eigentlich sogar safe gewinnen. Also es wäre nicht bitter, wenn nicht. Auch gerade bei unserer momentanen Form sollte das kein Problem sein eigentlich. Ja, wenn wir das dann gewinnen, haben wir 23 Punkte, wären dann theoretisch Dritter. Natürlich spielen die anderen auch noch und es sind 4, 5 Mannschaften vor uns. Durch die Torstatistik können wir auch einiges wieder besser machen, wobei wir mit mindestens 2 oder 3 Toren mehr als Zwickau, Aalen oder so, ne, Zwickau, doch Zwickau oder Aalen gewinnen müssen. Ja gut, wir müssen nur ein Tor mehr als Fortuna Köln machen. Dann hätten wir zumindest Fortuna Köln schon mal eingeholt. Ja, also das hätte auf jeden Fall keiner gedacht, glaube ich, nachdem unser Anfang relativ schwammig gelaufen ist. Was ich mal gucken wollte, war so die Teamstatistik. Ach nee. War so die Spielerstatistik, wer so am meisten Tore eigentlich gemacht hat. Sind wir hier eigentlich dabei? Wahrscheinlich nicht. War doch Lotte mit Rosinger. Das wollte ich aber gar nicht gucken. Ich wollte eigentlich unser Spiel. Dings sehen, wahrscheinlich im Büro war. Meine Karriere, Jobangebote. Können wir mal Jobangebote gucken? Ah, die sogar. 18. Wien, Chemnitz, Aalen, Karlsruhe, Würzburg. Junge, es sucht ja hier quasi jeder irgendwie ein anderes Team. Aber bisher können wir, wenn, müssen wir auf jeden Fall in der dritten Liga bleiben. Aber ich will natürlich hier bleiben, keine Frage. So. Ja, mit einem Gewinn von 10 Millionen wird natürlich schwierig.
So, wir gucken uns kurz die Jugendakademie nochmal an. Mir wurde nämlich gesagt, alles unter 100.000 soll eigentlich direkt wieder weg. Das sind die, die wir ja genommen haben, ne? Ja, cool, das Ding ist, er ist halt 15, der ist vielleicht ganz gut, der hat halt aber gerade nur Gesamt 15, so. Deswegen hauen wir den noch, glaube ich, wieder raus. Der zum Beispiel auch Gesamt nur 44. Ich meine, klar, der ist halt jung und so. Aber das Problem ist, den müssen wir halt erstmal hochtrainieren, so. Und das dauert halt extrem lange, genauso wie Sebastian Ziegler. So, ne, so ein Peter Brown, guck mal, der hat jetzt schon 57, so, der, Alter, den trainiere ich ein Jahr und der hat vielleicht 65, 70, keine Ahnung, wie schnell das geht in FIFA. Und wenn er dann auch Spielzeit hat, weil er ja schon gut genug ist, dann ist es einfach so easy. Der hier genauso, er hat zumindest 53, das geht halt auch fit. Der hat 52, der hat aber auch überhaupt gar kein Potenzial, deswegen geben wir den auch wieder frei. Der hat halt nur 53, der hat auch nicht so krass. Jugendspieler freigeben, Krause. Der ist zum Beispiel auch ganz gut. Nicht ins Profiteam, aber der bleibt auf jeden Fall. Der ist auch nicht unbedingt schlecht. Der auch nicht. Ja, das sind dann so unsere Leute, die wir hier eigentlich trainieren, jetzt die 5 Stück. Ist das denn schon unsere Jugendmannschaft? Beim Jugendstab haben wir da jetzt Spieler drin? Also das kostet jedes Mal wieder Geld oder was? Aber ich glaube, dann lassen wir das erstmal, wa? 100.000 sind halt nicht wenig. Und wir werden danach auch mal gucken. Ja, Gewinn mit 10 Millionen wird natürlich schwierig, aber auf 5 aufeinanderfolgenden Heimspielen für eine Stadionauslastung. Guck mal, wie kann ich das denn machen, Alter? Das check ich gar nicht. Beim Aufstiegsrennen dabei sein. Ja, so bin ich eigentlich, ne? Kann man schon fast sagen. Ich meine, genauso wie mit Gewinnen. Also, wie viel haben wir denn gerade? Minus 3 Millionen oder was? Ja, aber ich meine, wie soll ich das denn machen? Also, ich kann ja auch Trikotverkäufe, Gehälter, Tickets, Stadionunterhalt, Reisekosten, also Gehälter. Also ich meine, ich kann hier ja im Grunde auch gar nichts machen so. Doch, ich kann das Budget wieder. Nee, damit habe ich ja nur das verändert irgendwie, ne? Ja, keine Ahnung. Also das checke ich zum Beispiel nicht. FIFA gibt dann eigentlich gar keine Möglichkeiten, das zu wechseln oder zu machen. Aber ja, trotzdem kriegt man halt solche Ziele. So was, also was denken die denn, was ich mache? Soll ich jetzt für 10 Millionen Spieler verkaufen oder was? Ich glaube, unsere Spieler sind auch gar nicht so viel wert, oder? Ich guck mal gerade. Müsste ja im Büro irgendwo sein, die Mannschaft oder bei Saison. Spielerstatistik zu allen Spielern, Einstellung an der Liga, Transfer, also bei Mannschaft. Gibt es hier nicht irgendwie so ein Ding, wo die so alle untereinander stehen oder so? Also gibt es wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich nur wieder zu dumm, das zu finden. Transfer. Hier müsste das doch irgendwo sein, oder? Scout-Aufträge, Spieler suchen, Büro. Was ist denn, wenn ich hier draufklicke? Ist da überhaupt unser Team? Na gut, hier ist zumindest das, aber hier steht auch nicht der Wert. Aber wo ist denn das mit den? Also ich würde das hier auf jeden Fall hinmachen. Transferüberblick? Nee. Da steht zumindest mein Verein, aber es ist ja auch nur der Überblick. Transferzentrale, ist es das oder was? Eigene Angebote, erhaltene Angebote auf der Transferliste. Büro. Okay, warte. Ich finde das jetzt. Also ich finde das. Keine Ahnung. Warum steht da nicht unter Transfer? Keine Ahnung. Spieler, was weiß ich, wie auch immer. Teamzentrale wahrscheinlich war, ja. Ah, hier steht auch, wie glücklich die sind oder halt nicht glücklich. Ja, Fernandes ist zum Beispiel nicht Rolle. Warum ist hier überhaupt Schlüsselspieler? Er ist 32, den verkaufen wir auch. Wir können mal gucken, also wir machen das jetzt schon mal. Fernandes kann schon mal auf die Transferliste. Die ist zwar gerade sowieso nicht offen, aber dann haben wir es halt hinter uns, weil der spielt sowieso nicht. Wie geht denn das? Geht das hier in der Teamzentrale? Das wäre nämlich nice. Ja, okay, Fernandes kann eigentlich weg. Schulze kann bleiben. Langlitz bleibt auch. Der bleibt auch. Der kann auch bleiben. Rahm, den können wir auch mal spielen lassen. Rossmann kann auch bleiben. Ja, wir haben halt sehr viele Verteidiger, ne? Das ist halt einfach irgendwo so das Problem einfach. Wer ist ja noch richtig unglücklich? Der hier zum Beispiel. Also ich will vor allem die richtig Alten mal so rauskicken, weil der hier zum Beispiel, weil der ist halt 34 so. Der ist sogar schon ein schlechter geworden. Aber wir haben gar nicht so viele. Junge, der geht voll ab. Brock, 22 auch in Ordnung. In Ordnung. Ja, er hier ist natürlich.
Hüber, Freiberger, Rosinger. Okay, so viele alte Leute haben wir gar nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, mit wem wir eigentlich so bauen. Das ist immer gut, wenn man das jetzt schon macht. Also, wir haben halt sehr viele Verteidiger. Wir haben hier zum Beispiel 10.000 Innenverteidiger so. Und da können wir mindestens drei verkaufen eigentlich. Oder zwei, drei, ja. Also ich würde sagen, Heiß und Rossmann, würde ich sagen. Habe ich jetzt einfach so entschieden. Heiß ist der hier, ist auch nur unser Rotationsspieler. Vertrag läuft in 8 Monaten auf die Transferliste. Was habe ich noch gesagt? Teuer oder so? Bevor ich jetzt den Fall. Achso, die sind sogar geordnet nach Position. Okay, das ist cool. Das ist tatsächlich nice. Ja, das sind halt alle unsere Innenverteidiger. Rossmann habe ich noch gesagt. Achso, dann, hey ja, genau, der hier. Ja, obwohl der eigentlich sogar ziemlich glücklich ist bei uns, aber. Der bringt uns sogar ganz schön viel Geld. Auf die Transferliste setzen. Ja, aber das Ding ist, guck mal, wir haben hier drei Innenverteidiger da noch. Das müsste reichen. Wir haben auch noch sehr viele so andere Verteidiger. Dann haben wir hier Teuter. Das ist schön, dass das untereinander steht. Das gefällt mir zum Beispiel. Wir haben auch drei ZDMs. So, mit Großschulter weg. Dann haben wir noch zwei. Das passt. RMZ, MZM, LM, ZOM, ZOM. Ein Stürmer kann eigentlich auch weg, weil, also Rosinger ist sowieso mit. Also, das ist der einzige, mit dem ich plane im Endeffekt, weil ich den wirklich mega gut finde. Ist halt die Frage, wer von denen jetzt wegkommt. Der hier. Ist der schon noch der Vertrags. Taktikvorlagen, Angebote blocken, Angebote zulassen. Okay, dann das auf jeden Fall und linker Flügel. Okay, perfekt. So, dann machen wir jetzt mal die Aufstellung fürs nächste Spiel. Mit der Aufstellung bin ich so an sich zufrieden. Wir lassen ein Spiel, lassen wir Suzuki mal raus und lassen mal Hoba wieder spielen, weil keine Ahnung, irgendwie. Also die anfängliche Dings ist irgendwie weg mit dem. Dann machen wir auch mal einen anderen Dings, würde ich sagen, mal rein. Einfach mal ein bisschen. Ja, Wagner gegen Rosinger. Rosinger ist, also er beweist sich halt einfach. Das ist so ein bisschen mein Problem, ne? Den kann ich halt schlecht rausnehmen, wenn er gerade die Spiele seines Lebens macht. ZDM brauche ich eigentlich nicht. Nübel geht auf jeden Fall wieder rein. Für Zumak. Genau, Heyer und Rossmann. Aber nee, Heiß, lass doch Heiß verkaufen, oder? Heiß ist doch viel besser. Und Toya behalten. Ja, der Part wird ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Weil Heyer ist eigentlich. Von ist es streichen. Wen haben wir Heiß? Genau, den. Ah, den haben wir schon drauf. Hä, wer war denn das dann noch? Rossmann, stimmt. Ja, aber guck mal, den kann ich irgendwie auch nicht drauf dingsen. Ohne Gegentor, 5 Spiele. Wie sieht das denn hier? Kann man das irgendwie nach Toren ordnen? Weil ich will mal gucken hier. Wie viel hat. Sasaki hat echt erst 4 Tore. Der hat am zweiten Spieltag, wo wir 3-2 verloren haben, da hat er 2 Tore gemacht. Und dann erst wieder irgendwann anders. Das ist heftig. So, dann haben wir die beiden auf jeden Fall schon mal weg. Ich ordne die mal gerade. Die quasi verkauft sind, packe ich mal hier unten hin. Das sind die drei. Mit dem hier. Tankulik, den kenne ich gar nicht. Hä, der wurde mir auch gerade gar nicht angezeigt, oder? Weil der kann auch verkauft werden. Tankulik, mal gucken. Ach, da. Ja, weil mit dem kann ich halt auch nicht wirklich viel anfangen. Ah, Lotte hat einen relativ mittelalten Kader, muss man schon sagen, ey. Okay. Rosinger lasse ich erstmal drin, wechsle ich dann aber noch aus. Heiz lasse ich ja jetzt drin, ne? Wir könnten die auch hier einfach mal richtig ordnen, dass wir genau wissen, wen wir hier einsetzen können. Wir machen die mal hier hin. Genau, das sind die vier, die verkauft werden. Dann haben wir noch die hier alle. Plus die. Ja, eigentlich gibt es da jetzt eigentlich keinen, wo ich. Na, den raren Innenverteidiger hier. Ja, sind auch alle ziemlich gut. Obwohl der 66 hat, ist der ziemlich scheiße sogar. Wie sieht das denn zum Beispiel bei einem Haier aus? Hä, lol, warum hat er denn 66? Der hat ja richtig komische Werte. Der ist ja passen hat er nicht, schießen hat er nicht, Dribbling hat er gar nicht. Was hat er denn viel? Will ich mal hier kurz abchecken. Stärke hat er zum Beispiel 90, Aggressivität 72. Dann packen wir Rahmen. Rahmen wird verkauft und Heyer rein. Herzlichen Glückwunsch.
So, hey, ach, der ist auch gar nicht auf. Wen habe ich jetzt? Ra, ne? Glaube ich, war das genau. Wie viel ist der Wert? Steht das da? Sieht irgendwie nicht so aus. 55.000 ist der Wert. Ach, steht auch, wie lange der Vertrag noch geht. Das machen wir auch in der Winterpause, würde ich sagen. Aber die meisten gehen ja noch ein bisschen, wa? Na, naja, nicht alle. Müssen wir mal schauen. Aber wenn wir weiter so spielen, dann geht das auf jeden Fall fit. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, meine Freunde. Bis dahin, okay, thanks, bye.